Und damit nach Österreich. Dass die Pandemie den tiefsten Wirtschaftseinbruch der Nachkriegszeit ausgelöst hat, das war bekannt. Seit heute wissen wir aber auch, wie tief. Genau, ein Minus von enormen 6,7%, fast doppelt so viel wie in der Finanzkrise. Die heimische Wirtschaft erholt sich allerdings auch viel rascher als erwartet und ist heute schon wieder kräftiger als vor der Pandemie. Das haben führende Wirtschaftsforscher heute bekräftigt. Aber droht jetzt eine Überhitzung mit Lieferproblemen, Arbeitskräftemangel und immer höherer Inflation? Hannes Auer und Katja Winkler berichten. Die Lagerhalle von Elektrohändler Wolfgang Kretschig in Wien. Auf den ersten Blick wirkt sie voll, aber der Schein trügt. Im Geschäft fehlen etliche Vorführgeräte, weil Waren aus China nicht ankommen. Auf bestimmte Einbaugeräte müssen Kundinnen und Kunden oft wochenlang warten. An den Preisen hat sich noch nichts geändert. Zu Jahresbeginn werde es aber eine Erhöhung geben im einstelligen Prozentbereich. Wir können die Situation, die gerade in der Liefersituation, in der Lieferschwäche sich ausdrückt, ja nicht ignorieren. Und auch mein Lieferant kann das nicht ignorieren. Und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass viele Kosten, denken Sie nur an die Energie, zum Beispiel auch sehr teuer werden. Tatsächlich ist Energie zuletzt massiv teurer geworden. Der Gaspreis im Großhandel zum Beispiel hat sich innerhalb von nur einem Jahr mehr als verfünffacht. Als erstes Unternehmen in Österreich wird deshalb der deutsche Energiehändler Montana die Preise für Kundinnen und Kunden ab November erhöhen. Wird jetzt dauerhaft alles deutlich teurer? Der Bank Austria-Chefökonom sagt nein. Wir sehen, dass diese Lieferschwierigkeiten und diese Dinge auf jeden Fall länger braucht. Wir sehen in Asien, im Fortschritt ist geringer, immer wieder Ausbrüche. Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass wir wahrscheinlich bis in den Sommer des nächsten Jahres mit höherer Inflation rechnen müssen, bevor es wieder zurückgeht. Aber 2022 wird es schon unter 21 sein und 2023 werden wir wieder normale Inflationsraten haben. Wie sich die Inflation entwickelt, spielt aktuell auch eine wichtige Rolle bei den Lohnverhandlungen der Metaller. Im August ist die Teuerung in Österreich auf 3,2% geklettert, ein 10-Jahres-Hoch. Auch in den Monaten davor sind die Preise gestiegen. Die Gewerkschaft fordert deshalb ein Lohnplus von 4,5%. Das sei überzogen, finden die Arbeitgeber. Denn die Unternehmen kämpfen mit hohen Rohstoffpreisen und Lieferschwierigkeiten. Das dürfe keine Ausrede sein, sagt das sozialliberale Momentum-Institut. Die Betriebe könnten sich ordentliche Lohnerhöhungen heuer durchaus leisten. Wir haben europaweit die höchsten Subventionen und Förderungen an Unternehmen ausbezahlt. Das hat natürlich die Bilanzen auch extrem gepolstert. Und deswegen stehen die österreichischen Unternehmen grosso modo sehr gut da, um einerseits vom Aufschwung zu profitieren und andererseits natürlich die Gewinne, die sie jetzt aktuell schon wieder machen, weiterzugeben an die Arbeitnehmerinnen. Viele Betriebe kämpfen derzeit auch mit dem Fachkräftemangel. Auch der Elektrohändler sucht Personal. Ich bin persönlich etwas enttäuscht, weil es melden sich nicht sehr viele an. Das mag damit auch zusammenhängen, sage ich sehr kritisch, dass wir im Handel natürlich auch über nicht günstige Arbeitszeiten verfügen. Jeden Tag bis 18 Uhr, Samstagdienst. Es könnte aber auch an den Löhnen liegen, sagen Kritikerinnen und Kritiker. Denn die sind im Handel, aber auch in anderen Branchen, wie etwa der Gastronomie, tendenziell niedrig.